So, meine Freunde, bis gerade eben kamen immer wieder neue News rein, Nachrichten rein. Klaus Fibri hat sich geäußert, es soll ein Transfer kommen, beziehungsweise ein Spieler kommen, der Kreativität im Mittelfeld verspricht, also in der Offensive verspricht. Und die ersten Spieler werden mit Werder gerade in Verbindung gebracht, unter anderem auch Sabri Singh. So, und Sabri Singh hatten wir ja auch bei unseren 6 Transfervorschlägen für Werder auch unter anderem drin gehabt. Ich möchte gerne ein, zwei Sachen über ihn nochmal hier erzählen am Rande. Ich hatte ja auch schon mit euch über ihn gesprochen gehabt, wie gesagt, in dem Transfervorschlag-Video. Das könnt ihr natürlich gerne auch nochmal abchecken. Wir fangen aber jetzt erstmal an mit seinem Profil. Was bringt er überhaupt mit sich? Sabri Singh hat 9 Länderspiele zu verzeichnen, hat in denen ein Tor gemacht, hat in der Bundesliga 2 Spiele gehabt, 2 Einsätze gehabt, in DFB-Pokal 3, in der zweiten Bundesliga 36 Spiele und 5 Tore erzielt. Und davon hat er eben in der vergangenen Saison bei Jahn Regensburg 25 Spiele gemacht, 5 Tore dabei erzielt und 8 Torvorlagen. Was kann man noch zu Singh sagen? Singh ist ein Offensiv-Mittelfeldspieler, der auch bei Regensburg oft auf dem Flügel zu sehen war, aber auch immer wieder in die Zentrale reingeprescht ist. Das heißt, er hat auch oft das Spiel so ein bisschen aus der Mitte gelenkt mit vielen Diagonalbällen, auch mal einen Schuss aus der zweiten Reihe, von der 16er Kante auch mal abgefeuert. Und das ist natürlich interessant für Werder, weil wir eben im zentraloffensiven Mittelfeld da vielleicht auch jemanden brauchen, der noch ein bisschen mehr Kreativität reinbringt und diese Gefahr auch ausstrahlen kann. Ich glaube, das ist ein technisch sehr, sehr starker Spieler, lauffreudiger Spieler, schneller Spieler. Und ja, mehr gibt es eigentlich gar nicht zu Sabri Singh jetzt erstmal zu sagen. Wir müssen natürlich abwarten, was morgen übermorgen dann bekannt gegeben wird. Ob es er ist, ob es doch ein anderer Kandidat ist, das könnt ihr gerne auch mal in den Kommentaren reinschreiben. Glaubt ihr, dass es Sabri Singh wird oder glaubt ihr, dass es doch jemand anders wird? Und was wäre euer Wunschtransfer? Ich habe auch schon oft gesagt gehabt, dass ich natürlich auch den einen oder anderen Wunschtransfer hätte. Aber über diesen Transfer würde ich mich auf jeden Fall freuen. Wir werden sehen, was bei rumkommt. Morgen, übermorgen wird es da mehr geben. Ich denke aber, dass wir morgen ja, weitere News bekommen werden. Wenn Klaus Fibri das schon so ankündigt, dann wird jetzt bald auch was passieren. Also, bis dahin wünsche euch jetzt noch eine schöne gute Nacht. Und jetzt sind wir raus. Das war euer Nico und ciao.